Ich begrüße euch zu meinem neuen Video. Heute machen wir ein Gulasch. Ich mache den ganzen mal als 1 zu 1 Gulasch. Sprich, ich mache ein Kilo weiße Zwiebel, die emissiere ich eben, so wie jetzt gerade. Und ein Kilo Fleisch. Ich gebe noch hinzu ein halbes Kilo rote Paprika, die schneide ich eben dann auch so in der Art. Ich habe schon alles vorgeschält. Genau, und das Ganze schwitze ich dann an. So, die Zwiebeln sind geschnitten. Dann können wir gleich weitermachen mit dem Paprika. So, jetzt haben wir eben alles geschnitten. Fleisch, Zwiebel und Paprika. So, dann beginnen wir gleich mit dem Anbraten. Während dem Anbraten werde ich das Ganze würzen. Am Schluss gebe ich Paprikapulver hinzu. Schau, dass es mir nicht anbrennt. Wenn Paprikapulver anbrennt, wird es bitter. Lösche das Ganze mit Essigwasser ab. Ich habe das schon vorbereitet, eben hier. Ist Weißwein, Essig und Wasser, 100 ml Essig und 300 ml Wasser und das gießt das Ganze dann nachher mit 1 Liter Brühe auf. Ich gebe natürlich noch ein bisschen Knoblauchpaste hinzu, ungefähr einen Teelöffel und ja, dann lassen wir das Fett mal heiß werden. Also ich würde euch raten, beim Fleisch würzt es nicht mit Salz, bevor ihr es anbratet, da es sonst zäh werden kann. Genau, und das ist eher wichtig, weil wenn ihr ein zähes Fleisch habt im Gulasch, ist nicht so gut.
So, jetzt ist es eben heiß genug. Dann kann man das schon mal reingeben, das Fleisch. Gebe ich gleich ein bisschen Knoblauch hinzu. Der kann dann auch mit anbraten. Würze das Ganze gleich mal ein bisschen Pfeffer. Ein bisschen Oregano. Ein bisschen Majoran. Das Salz. Ich gebe das dann nachher, wenn ich es aufgegossen habe, also abgelöscht habe und aufgegossen habe, gebe ich das in den Dampfkochtopf und mache den zu und schaue, dass der rote Stift ungefähr zur Hälfte rauskommt. Das wird so auf mittlerer Stufe sein, schätze ich mal. Und da könnt ihr es dann dreiviertel Stunde so kochen lassen, eben unter Druck. Da bekommt ihr ein super weiches Fleisch und es schmortet recht gut darin und ihr spart euch Zeit, da das im Dampfkochtopf eben schneller weich zieht oder generell schneller fertig wird, weil das Ganze unter Druck kocht. Ich brate es nur nicht darin an, weil nicht, dass mir das eben anbrennt und den Geschmack, den bekommt ihr eben dann nicht mehr raus. So, jetzt schaue ich, wo ich dazu komme, dass ich in das Paprikapulver reingebe. Schiebe mir das Ganze ein bisschen auf die Seite. Schau mal, dass die Flüssigkeit ein bisschen verkocht. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich das Paprikapulver hinzugebe. So, ich habe das Ganze jetzt kurz auf beide Töpfe aufgeteilt, damit sonst der Topf zu klein wird. Dann kann ich das eben mit dem Paprika schön anrösten und ablöschen. Das habe ich jetzt eben aufgeteilt kurzfristig. Das lasse ich jetzt eben noch kurz ein bisschen anrösten. Bei dem kann ich jetzt das Paprikapulver schon hinzugeben. Da könnt ihr gut was reingeben. Dann noch ein bisschen etwas.
Ganze lasse ich eben dann etwas anrösten. Beim anderen gebe ich es auch schon hinzu. Jetzt gebe ich das Ganze wieder zusammen. Brauche ich eh nachher wieder. Jetzt eben schauen, dass sich das nicht anbrennt. Und das könnt ihr ruhig ein bisschen anrösten, dass das ein bisschen Geschmack bekommt mit dem Paprikapulver. Schon wieder nichts. Eben immer wieder unten das, was an sich ansetzt, wegkratzen. Dann mit dem Essigwasser ablöschen. Jetzt werden wir ungefähr nicht den ganzen Liter, sondern etwa nur den halben Liter brauchen. Das gebe ich ihm gleich hinzu. Mal schauen mal. Ah, nehmen wir doch den ganzen Liter. Geht sich aus. Genau, also jetzt seid ihr vom Würzen und alles im Prinzip fertig. Ich gebe das Ganze jetzt in meinem Dampfkochtopf. Leere ich das eben gleich rein. Was raus. Hinein. Ja, Kamera wieder verrutscht. Also jetzt habe ich es mit Dampfdruck-Kochtopf reingegeben. Mache dann nur noch den Deckel nachher zu und lasse das gut eine Dreiviertelstunde ungefähr mal köcheln. Und dann schaue ich mal nach, ob das Fleisch eben schon weich ist. Ja, und dann ist es eigentlich nur mehr zum Abbinden. Und dann könnt ihr alle möglichen Beilagen dazu machen. Also entweder ihr macht Nudeln dazu oder Spätzle, Kartoffeln, Knödeln. Also da gibt es eigentlich kein Ende. Da könnt ihr euch fast alles dazu machen. Passt alles hervorragend dazu. Ja gut, wir sehen uns dann, wenn das Fleisch weich ist und wenn ich das Ganze dann abbinde. So, das Ganze hat jetzt eine gute Stunde im Dampfkochtopf gekocht. Das Fleisch ist super weich geworden und ich binde das Ganze jetzt noch ab. Dazu habe ich einen Becher Sauerrahm und werde hier Mehl hinzugeben. Das Ganze vermische ich dann schon mal mit dem Schneebesen. Und jetzt, um keine Klümpchenbildung zu bekommen, schöpfe ich mir etwas von der Flüssigkeit gleich mal ab, gebe es zum Sauerrahm-Mehl-Gemisch hinzu und verrühre das gleich mal im Messbecher. Und gebe es anschließend gleich wieder ins Gulasch, um es eben abzubinden und keine Klümpchen zu bilden. Wenn ihr es dann so abgebunden habt,
und ihr seht, dass es eben noch zu flüssig wäre, dann kann man das ja jederzeit wiederholen, also mit Sauerrahm und Mehl oder mit Wasser und Mehl, je nachdem wie ihr es abbinden wollt. Und wenn ihr es abgebunden habt, ist es wichtig, es nochmal ungefähr 10 Minuten zu köcheln, um es später beim nächsten Mal aufwärmen vermeiden zu können, dass es anbrennt. Also jetzt bei dem Köcheln von den 10 Minuten immer wieder mal durchrühren, so dass sich unten eben nichts ansetzt, dass nichts anbrennt nochmal. Und dann habt ihr beim nächsten Mal, wenn ihr es aufwärmt, kein Problem, dass sich eben das Gulasch noch anbrennen könnte. Wenn ihr genug Soße vom Gulasch überhaupt, könnt ihr das jederzeit einfrieren. Das ist eine super Möglichkeit, da Gulasch ja immer besser wird, wenn man es wieder aufwärmt. Sprich, wenn ihr euch einen gewissen Teil vom Gulaschsaft wegnehmt und den einfriert, könnt ihr beim nächsten Ansetzen gleich wieder verwenden. Und dann hat das neue Gulasch, das ihr gemacht habt, gleich wieder einen besseren Geschmack, da das ja einfach wieder, ja, weil ihr den Geschmack vom Gulasch dann in der anderen Soße drin hattet. Und das könnt ihr natürlich bei jedem Mal ansetzen, wieder neu machen. Und so habt ihr immer gleich einen sehr, sehr guten Geschmack im Gulasch. Also ich mache das sehr, sehr oft und sehr regelmäßig. Ich werde auch von dem Gulasch wieder Soße auf die Seiten tun und eben einfrieren und beim nächsten Mal ansetzen verwenden. Genau, ja, dann ist das Ganze eigentlich schon fertig. Ich zeige es dann noch im Teller. Wie gesagt, ihr könnt da jetzt dann Nudeln oder Knödel, Spätzle dazu machen, ist ganz egal was. Passt alles super dazu. Und somit wünsche ich guten Appetit.